Hallo, wir stellen Ihnen in diesem Video eine besondere Form der Faceformer-Therapie vor, das heißt eine Erweiterung der Faceformer-Therapie, bei der wir besonders auf die Atmung achten. Wir sind zu zweit angetreten, Marco Hallo. Und ich, weil der Marco, der hat schon was zu erzählen, der hat nämlich schon ein Video gemacht. Sag mal eben kurz was dazu, Marco. Ja, genau. Wir haben schon zu diesem oder vor diesem Video ein Atemtraining pur gemacht wieder. Also ein Video bei dem Faceformer-Training pur. Jetzt das Faceformer-Atemtraining pur. Und da können Sie gemeinsam mit mir zusammen trainieren. Da läuft dann die Zeit in einer Uhr ab und Sie können sich voll und ganz auf die Atmung konzentrieren. Das Video finden Sie hier in der Beschreibung verlinkt und können dann gleich nach diesem Video, wenn Sie wissen, wie es geht, direkt anfangen und mit mir gemeinsam trainieren. Die Frage ist jetzt nur, für wen ist denn das? Wer sollte das alles machen? Ja, zunächst mal jedermann. Ja, jedermann, der die Faceformer-Therapie durchführt, sollte das auch tun, denn es ist sehr wichtig und sehr gut für unsere Gesundheit. Ja, es hilft uns wirklich, es bringt erhebliche gesundheitliche Vorteile und viele Erkrankungen hängen tatsächlich auch mit der Atmung zusammen. Und deswegen, es könnte vorbeugend gemacht werden, es könnte aber auch begleitend zu irgendwelchen Erkrankungen gemacht werden, um da gewisse gesundheitliche Probleme auch zu lösen, auf die man vielleicht bisher noch gar nicht gekommen ist. Zum anderen sind es natürlich all die Menschen, die massive Atemstörungen haben. Also besonders Asthmatiker, Patienten, die COPD haben, bei obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom, also wenn im Schlaf die Atmung aussetzt, oder wenn ein Mensch zu schnell atmet, Schnappatmung und solche Geschichten. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn die Nasenatmung nicht richtig funktioniert. Ja? Und dann kommt noch ein besonderer Bereich. Dazu gab es eine Untersuchung, die war auch im Running-Magazin abgedruckt. Ja, wollte ich gerade auch noch fragen. Genau. Da sind Leistungssportler halt verglichen worden, Marathonläufer. Die eine Gruppe hat das Faceformer-Training gemacht, die andere nicht. Die haben so trainiert wie immer. Und die Gruppe, die Faceformer-Therapie gemacht hat, beziehungsweise das Faceformer-Training zusätzlich gemacht hat, zu ihrem Marathon-Training natürlich, die konnten ihre Leistung deutlich um bis zu 30% verbessern, während die andere Gruppe nur um 8% verbessern konnte. Also es war ein erheblicher Unterschied zu bemerken. Und das war eine Auswirkung dieser besseren Atemtechnik. Und vor allen Dingen die Faceformer-Therapie macht ja eins, sie kombiniert Schlucken mit Atmung. Das sind beides Basisfunktionen. Und diese beiden Basisfunktionen bedingen sich. Sie werden auch im Übrigen aus dem Hirnstamm, also aus der gleichen Region unseres Gehirns gesteuert. Und wenn wir sie erlernen, dann erlernt natürlich auch unser Gehirn eine weitere wichtige Vernetzung, dass es diese Koordination auch optimal ablaufen kann. Wenn eins von beiden nicht richtig funktioniert, dann wäre auch die Koordination gestört. Und wie wichtig die ist, das merken Sie. Sie können nicht gleichzeitig zum Beispiel schlucken und einatmen. Das funktioniert nicht. Wenn ich schlucke, muss ich aufhören zu atmen. Ja? Also diese Abhängigkeiten von Schlucken und Atmung sind sehr groß und deswegen üben wir die kombiniert ein. Okay. Aber wir machen ja mit dem Faceformer-Training Atemtraining, atmen wir ja 6 Sekunden lang ein, sehr ruhig und gleichmäßig, beißen dann in Ruhe auf und schlucken ungefähr 3 Sekunden und atmen dann 6 Sekunden lange aus. Mhm. Diese verlangsamte Atmung, was bringt denn das überhaupt? Was für Vorteile oder was für Effekte greifen da? Naja, es geht also darum, das richtige Mischungsverhältnis in unserem Blut und in unseren Zellen, die mit Sauerstoff versorgt werden, aufzubauen und zu entwickeln. Also wir haben in unserem Blut verschiedene Wirkstoffe, könnte man sagen. Da ist natürlich der Sauerstoff, der transportiert wird bis in unseren kleinen Zeh. Und dann sind es Stickoxide, die aus den Nasennebenhöhlen mit der Atmung durch die Nase, wenn ich durch den Mund atme, dann habe ich die gar nicht zur Verfügung, mit der Nasenatmung aus den Nasennebenhöhlen in meine Lunge geführt werden und in unserem Blut, in unseren Zellen, durch die Verbrennung auch in den Zellen, durch den Stoffwechsel entsteht Kohlendioxid und von diesem Kohlendioxid bleibt auch immer etwas drin in unserem Blut und diese beiden Stoffe, Stickoxid und Kohlendioxid, sind ganz wichtig, damit sich die Zellaktivität in der Form entfalten kann, dass genügend Sauerstoff aufgenommen werden kann von der Zelle. Das heißt, die Zelle kann nicht genügend Sauerstoff aufnehmen, wenn das Kohlendioxid zu stark abgeatmet ist.
Okay, also deshalb atmen wir dann langsamer und etwas weniger, damit dieses Verhältnis begünstigt wird, genau, um mehr Sauerstoff aufnehmen zu können von der eingeatmeten Luft. Genau, wir wollen lediglich die Wirkung ausdehnen, okay, ja, die wir dringend brauchen, damit mehr Sauerstoff in die Zellen eindringen kann. Deswegen atmen wir jetzt mal besonders langsam. Normalerweise atmet der Mensch ja zwischen 12 und 20 Mal pro Minute. Das tun wir nicht, sondern wir atmen sehr, sehr langsam. Du machst es ja gleich vor. Mhm. Ganz bewusst, um diese Funktion anzuregen. Sie können das auch zum Einschlafen hinterher nutzen, abends, also auch mal zwischendurch, wenn Sie das Training nicht machen. Man kann sehr gut einschlafen, wenn man auf die Atmung in dieser Form achtet. Also, ne, ist so ungefähr wie Schäfchen zählen, aber es hilft tatsächlich auch beim Einschlafen, aber es hilft auch Ihrer Gesundheit. Dann haben wir schon mal die drei Bereiche, wo es wirkt. Und jetzt müssten wir noch erklären. Ja. Jetzt erklären wir mal kurz, wie das überhaupt funktioniert. Also es funktioniert im Prinzip wie das Faceformer-Training auch. Wir pressen die Lippen zusammen, beißen auf und schlucken und entspannen dann wieder. Und das Gleiche natürlich mit der Zugübung. Sie können natürlich schon die Übungen und kennen die Grundhaltung der Faceformer-Therapie. Ja, die Zunge ist immer in der Position, oben hinter den Zähnen, berührt die Zähne nicht. So als würden Sie den Konsonanten L sprechen. Ja? Also die Zungenspitze ist oben hinter den Zähnen. Kannst du mal bitte einmal vormachen, Marco? Ja, kann man das sehen hoffentlich. Berührt die Zähne nicht, ja? Ist da oben hinter und da bleibt sie. Da soll sie irgendwann immer sein, wenn Sie genug geübt haben. Dann ist sie da automatisch Tag und Nacht und das ist eigentlich unser Ziel. Ja, dass die Zungenspitze hinterher immer da ist, denn sonst können sich ganz bestimmte Funktionen gar nicht richtig einstellen. Zum Beispiel die Schluckbewegung kann sich nicht richtig einstellen und natürlich auch die Atmung nicht. Ja? Also diese Dinge, die zum Faceformer-Training gehören, die setzen wir natürlich voraus. Die Zungenposition ist enorm wichtig, genauso wie die Nackenstreckung. Deshalb zeige ich sie jetzt einmal noch mal kurz, also nicht eben so vorgebeugt. Genau. Stehen oder auch im Sitzen trainieren, sondern eben mit gestrecktem Nacken. Der Nacken streckt sich und automatisch kommt der ganze Oberkörper nach und wir stehen gerade da. Die Schultern bleiben locker dabei hängen. Ja, machen Sie nichts mit den Schultern. Ja, nichts mit den Schultern machen, sondern tatsächlich nur die Kopf aufregen. Die Schultern kommen von alleine hinterher. Das hat was mit Muskelzügen zu tun. Will ich Ihnen jetzt nicht erklären, mache ich später. So, wir wollen uns jetzt hier fokussieren auf die Atmung. Das heißt, ich setze den Faceformer jetzt ein. Dr. Berntsen wird für mich eben zählen, 6 Sekunden lang. In der Zeit atme ich ein, so circa bis ungefähr 80% mein Lungenvolumen. Also wir wollen nicht komplett füllen. Ich lege meine Hand auf den Bauch, damit ich auch fühlen kann, wie sich der Bauch hebt und senkt, weil wir wollen auch in den Bauch oder nach unten hin atmen, ins Zwerchfell. Das kann ich schön nachspüren, indem ich die Hand auf meinem Bauch habe. Und den Takt gibst du mir dann jetzt vor. Ja, ich erkläre noch mal gerade, warum der Bauch dick wird. Mhm. Oder es wird der Bauch dick und eigentlich werden auch hier hinten die Flanken erweitern sich auch. Also wenn ich hier meine Hand auflegen würde, würde man es auch hier sehr schön spüren, aber am Bauch kann man es auch deutlich erkennen. Der Bauch hebt sich also beim Einatmen und senkt sich beim Ausatmen. Warum passiert das? Das liegt an unserem großen Zwerchfellmuskel. Ist ein flächiger Muskel, der den oberen Brustraum vom Bauchraum trennt, also quasi den Darmbereich vom Herz-Lungen-Bereich. Und die Lungen dehnen sich bei der Einatmung aus und drücken quasi das Zwerchfell mit nach unten. Dann wird mein Bauch dicker und wenn ich ausatme, dann ziehen sich die Lungen wieder zusammen und mein Zwerchfell kann wieder nach oben kommen. Ja, das ist natürlich ein Muskel, der aktiv daran beteiligt ist, an dieser Bewegung. Und der muss gut funktionieren. Das ist auch wieder für viele Sachen wichtig. Aber machen wir erstmal das Training. Ja klar. Also ich werde den jetzt einsetzen, Faceformer, und dann eben 6 Sekunden lang einatmen, aufbeißen, schlucken, etwas langsamer als sonst, circa 3 Sekunden, und dann 6 Sekunden lang ruhig und gleichmäßig ausatmen. Ja. Gut. Also wichtig ist, ich erkläre noch mal ganz kurz, Marco, aus dieser Position heraus, wichtig ist, dass Sie, wenn Sie den Lippen kalt zusammengedrückt haben, 6 Sekunden lang nur einatmen. Also extrem langsam, dass es wirklich 6 Sekunden dauert. Und Sie sollen hinterher auch gar nicht so voll sein bis oben hin. Da soll noch ein bisschen was reingehen, wenn Sie die 6 Sekunden um haben. Und dann beißen Sie auf und schlucken und dabei halten Sie die Luft an. Also 6 Sekunden einatmen, Luft anhalten, aufbeißen, schlucken und anschließend den Lippenkeil wieder loslassen und 6 Sekunden lang wieder ausatmen. Ganz langsam. Sie müssen die 6 Sekunden dafür verwenden.
Also Sie kommen dann auf etwa 5 bis 6 Atemzüge pro Minute statt 12 bis 20, die normalerweise geatmet werden. So, Marco, mach's bitte vor. Kräftig zusammendrücken, durch die Nase einatmen. Luft anhalten, aufreißen, schlucken und 6 Sekunden lang ausatmen. Er macht es in dem Video vor. Wir machen jetzt noch mal die Zugübung. Da passiert das Gleiche. Ja, er macht es in seinem separaten Video mit Ihnen zusammen. Also nur noch mal den Eindruck hier zu vermitteln. Zeigen wir das noch mal an einer Übung. Aber das gesamte Konzept stellt er noch in seinem Video vor. So, jetzt ziehen. Wieder 6 Sekunden lang einatmen. Nur einatmen. Luft anhalten. Aufbeißen, schlucken, in aller Ruhe und Lippenkeil loslassen und 6 Sekunden lang ausatmen. Machen Sie nichts anderes, als den Lippenkeil mit den Lippen zu lösen. Nicht in sich zusammenfallen. Sie halten Ihre Haltung, Ihre vorgeschriebene Haltung, behalten Sie bei. Ja, und atmen 6 Sekunden lang aus. Hat wunderbar geklappt. Marco, wie gesagt, in deinem Video machst du es ja mit unseren Zuschauern zusammen. Ja, und das hat immer gut funktioniert. Die meisten freuen sich schon darauf, wenn du das machst. Und ist wirklich eine gute Anleitung. Und man ist nicht so alleine beim Üben. Ne? Ja, auch toll. Ja. Und wenn Sie Fragen haben sollen oder es noch Probleme auftauchen, können Sie ruhig einen Kommentar unter dem Video schreiben. Wir beantworten die meistens. Du beantwortest die meistens. Oder Sie rufen uns auch an oder schreiben eine Mail und dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Und ich wünsche Ihnen doch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg dabei, wenn Sie jetzt trainieren. Und ja, dann können wir uns verabschieden. Ja. Ne? Okay, tschüss und viel Erfolg. Alles gut, ciao.